Servus, grüß euch und herzlichstes Dens Willkommen zu einem kleinen, spontanen Einschub-Video zwischendurch. Es geht um Dislikes auf YouTube-Videos. Da habe ich einen aktuellen Fall und ich möchte jetzt da meinen Kanal gleich mal nutzen, um da was klarzustellen. Normalerweise habe ich auf Humaldo Rockt ein relativ gutes Dislike-Like-Verhältnis. Ich glaube, das Schlimmste, was ich jemals auf ein aktuelles Video gekriegt habe, waren, lass es 4 Dislikes sein auf Wochen oder Monaten gerechnet. Ja, umso überraschter war ich, dass ich neulich auf mein Video vor letzter Woche auf einmal auf Anschlag 6 Dislikes gehabt habe, dann noch auf einmal 9. Also für mich war das schon mal klar, okay, das sind jetzt keine normalen Dislikes, sondern da ist irgendwer böse auf mich, da habe ich irgendwen verärgert, deswegen tut er mich Dislike-Bomben. Ich weiß natürlich nicht, um was es geht. Das ist sowieso meine große Kritik an YouTube-Dislikes, ist, dass es komplett ohne Kontext ist. Das heißt, man weiß nicht, warum die Leute das Video disliken. Das heißt, okay, wenn ich jetzt ein richtig offensives Video machen würde, wo ich irgendwen direkt ansprich und Hate-Speech habe oder keine Ahnung oder irgendwas komplett verreiße, dann würde ich es verstehen. Okay, wenn ich jetzt weiß, ich habe es darauf angelegt, das ist ein kontroverses Video, da kriege ich Haufen Dislikes. Da kann ich damit leben, aber irgendwie weiß ich nicht, warum ich auf das letzte Video so viele Dislikes kriege. Vor allem, weil das ist dieser Nachtrag zu den Reviews. Da habe ich euch ziemlich viel angesprochen in dem Video. Das heißt, da sind sicher 10 Punkte drin, 10 inhaltliche Punkte. Und ich habe keine Ahnung, was von diesen Punkten das Dislike bewirkt. Also für mich ist es jetzt ziemlich schwierig herauszufinden, oder war es ziemlich schwierig herauszufinden, warum das Video so gedislike-bombt worden ist. Ich war dazu so dafür, dass YouTube den Dislike-Button mit einer kleinen Umfrage versieht, damit die Leute Kontext da lassen können, wie zum Beispiel klickt drauf und meint, YouTuber ist schier, Brille gefällt mir nicht, Dialekt ist scheiße, stinkt oder so irgendwas. Das würde mir schon mal sehr weiterhelfen, um herauszufinden, warum die Leute das disliken. Vor allem, ich frage mich immer, was wollen Leute mit Dislikes erreichen? Glauben Leute, wenn sie ein Video disliken, ganz oft, dass ich immer dann denke, oh fuck, da habe ich gerade voll viele Dislikes gekriegt, ich höre jetzt auf mit YouTube, ich überdenke mein Leben, gehe ins Kloster oder was auch immer. Wird nie passieren. Das Einzige ist, dass man sich wundert, warum die Leute disliken und dass man sich ein bisschen ärgert, vor allem, wenn man überhaupt nicht weiß, wo die Dislikes herkommen. Wie gesagt, wenn ich irgendwen gedisst hätte oder beleidigt hätte, dann weiß ich, warum ich gedisliked wird. Auf jeden Fall, gestern hat sich diese ganze Situation mehr oder weniger aufgeklärt. Ich meine, ganz aufgeklärt ist es nicht, darum mache ich ja dieses Video jetzt, weil der gute Flo von Flo's Metal World hat mir einen Kommentar geschrieben, warum hat das so viele Dislikes? Und ich habe halt geschrieben, ja, keine Ahnung, irgendwer tut mit Bomben und ist zu feig, um zu kommentieren oder persönlich mit mir Kontakt aufzunehmen. Und dann auf einmal, ungefähr um Mitternacht, kriege ich auf meinem Handy die Notification, dass ich einen Kommentar habe. Und da steht drinnen von einem gewissen User, die NVO sieht alles, weil der Humo eine Muschi ist und unangenehme Kommentare mit dem Bannhammer beantwortet, eventuell. 2- oder 3-stellige Dislikes ohne Views und Wiedergabezeit gibt's auf Bestellung. Ich habe den gleich gescreenshottet, diesen Kommentar, wie ihr schon gesehen habt, und wollte dann Antworten drauf. Und wie ich auf das Video gehe, war der Kommentar nicht mehr da. Das heißt, das war schon mal seltsam. Also entweder derjenige hat es gepostet und selbst gleich wieder gelöscht, was irgendwie keinen Sinn macht, oder es gibt irgendein anderes Problem, weil ich habe da einen Bannhammer. Ich habe dann einmal in meine YouTube-Einstellungen nachgeschaut, in der Sektion, wo man wenn ausblenden oder bannen kann oder was auch immer, ich tue das eigentlich nie, ist nirgend drinnen, aber die zu überprüfenden Kommentare war nichts drinnen. Ich habe dann nochmal nachgeschaut und habe in die Settings hab ich eine Einstellung gefunden, dass man gewisse Kommentare zur Überprüfung zurückhalten kann. Das war mir aktiviert, vielleicht ist da irgendwas schief gegangen. Das habe ich jetzt auf jeden Fall seit heute Nacht umgestellt, das heißt, ich habe jetzt alle Kommentare erlaubt, das heißt, also ich bin mir nicht bewusst, dass ich irgendwen willentlich, weil er mir einen kritischen oder unangenehmen Kommentar geschrieben hat, gebannt habe. Ich weiß halt gar nicht, wie man bannt. Ich glaube, man kann User auf dem Kanal ausblenden. Das heißt, die sehe ich dann einfach ich nicht. Oder ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, warum man das macht. Oder man kann sie melden, wenn es wirklich Spam war. Was ich nie gemacht habe, also ich weiß halt nicht, dass ich in den letzten Wochen oder zumindest zu dem Video vor 2 Wochen, wo es zum ersten Mal passiert ist, dass ich gedisliked worden bin, gedislike-bombt worden bin, ich habe keinen Kommentar weggeschaltet. Ich meine, ich habe sicher mal in den letzten Monaten oder Jahren, zumindest ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, habe ich ab und zu mal User weggeblendet.
weil die wirklich offensichtlich Bots waren. Man kennt das ja, es gibt so Bot-Kommentare, da kriegt man irgendwelche dubiosen Anfragen und verschiedenster Art oder sowas habe ich schon öfters einmal weggeblendet. Aber so richtig, wenn wer was schreibt, das mir unangenehm ist, dass ich das dann wegblende und dann sogar banne von meinem Kanal, das habe ich bis jetzt nicht gemacht und habe es ja nicht vor, dass ich es mache. Ich meine, das müsste wirklich was verfassungswidriges sein, also irgendwelche rassistischen Sachen oder wirklich persönliche, brutalste Angriffe im Blockbuchstaben, dass wir wirklich, keine Ahnung, mir und meiner Familie droht mit dem Tod oder was auch immer, sowas täte ich wahrscheinlich weg, täte ich melden wahrscheinlich, aber alles andere, ich versuche auf alle meine Kommentare so gewissenhaft wie möglich zu antworten und wenn da wirklich was offensichtlich Beschissenes dabei ist, dann tue ich es eher ignorieren und warte vielleicht drauf. Vielleicht tut es irgendeiner von meiner Community, vielleicht schreibt der was drauf, keine Ahnung, aber ich versuche mir aus so einem Beef dann eigentlich auszuhalten. Aber nur mal, falls du, und davor, das hoffe ich jetzt, falls du, der mich da dauernd Review bombt und sogar dreistellige Dislikes auch für möglich hält, und zu dieses Video siehst, ich habe die nicht wissentlich da irgendwie weggeblendet und wahrscheinlich, du kannst mir das jetzt glauben oder nicht, ich kann nur darauf plädieren, dass du mir glaubst. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht, ich konnte mir nur vorstellen, dass es irgendein technisches Problem ist. Wie gesagt, ich habe meine Einstellungen überprüft, da ist nichts Arges. Und ja, mich jetzt interessiert, was das für ein Kommentar war, den ich anscheinend weggebannhammert habe. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, Aufklärung war leiwand, weil ich meine, wie gesagt, ich halte jetzt nicht unbedingt zu viel auf Dislikes, weil sie eh nichts bringen. Die machen weder die Kanalstatistik kaputt noch irgendwas, sondern sind einfach eigentlich nur ein Zähler, der aufzählt. Aber es ist ja trotzdem schier, vor allem weil ich halt jetzt mit meinen Albumvorstellungsvideos will ich eigentlich die Bands, denen Bands irgendwie eine Promo bieten. Und wenn auf einmal ein Video für eine Band, wo ich eine Band vorstelle, auf einmal 100 Dislikes hat, dann schaut das ja aus, als war die Band scheiße. Also da irgendwer mag die Band nicht und tut die Band disliken. Das ist eigentlich nicht, was ich will. Jo, das war's eigentlich schon wieder. Das wollte ich jetzt mal ganz spontan an den Mann, an die Frau bringen. Ich hoffe, die Sache klärt sich auf und dass ich in Zukunft den Dislike-Hammer nur dann kriege, wenn ich es wirklich verdiene. Auf jeden Fall, ich habe niemanden irgendwie weggebannt. Und wann dann, war ich vielleicht betrunken oder vielleicht war es ja mein inoffizieller Social Media Manager, der Emil. Vielleicht hat ja er sein Job ein bisschen, vielleicht ist er eher über das Ziel hinausgeschossen und hat ein paar Kommentare zu viel gelöscht. Ich werde da mal ein ernstes Wort mit ihm reden und das wird sie vielleicht mal in einer verminderten Essensration ausschlagen. Ja, dann danke fürs Zuschauen, für dieses spontane, kurze Update-Video. Demnächst geht es wieder mit normalen Content weiter, weil eigentlich will ich euch mit so belanglosen Befindlichkeiten nicht so sehr nerven auf meinem Kanal. Trotzdem danke fürs Vorbeischauen. Ich hoffe, die Sache klärt sich auf und bis demnächst, wenn es wieder heißt Metal, Alter.